Ich war doch schon so weit. Oh, mein Finger, Alter. Meine Hand, komplette Hand tut mir weh hier. Ewig den Druck drücken. Ja. Hashtag ultimativ beste Nacht ever. Ja. Man will mich einfach mal nach oben freuen. Hier gerade wieder alle unboxen. Ah, das gibt's doch nicht! Ja, stell mich noch. Okay. Also, es gibt ja auf jeden Fall Leute, die nicht fahren können. Aber auch kurz hier. Wie gesagt, klar, dieses Rennen ist wirklich legendär, dass jetzt alle mitfahren. Aber die Eddies Challenge war die größte Herausforderung auf jeden Fall mit dem Spiel. Viel Rage. Ja, aber ich hoffe, es hat euch sozusagen gefallen. Ja, und wie schon gesagt, EA, in welcher jetzt dabei jetzt auf Nitro Speed angeht, guckt, dass er bitte ein vernünftiges Nitro Speed wieder herstellt und die Herzen am Robot. Weil so, die ist jetzt gerade momentan richtig schwarz aus. Und ich muss wirklich sagen, das macht mich selber im Herzen traurig. Jetzt umgehen. Das muss wirklich nicht wirklich sein, wo gerade in der Klasse angekommen hinter mir. Ja, der war. Ja, toll, super! Der hat noch mehr aufgehalten. Ja, Markus Walker fährt jetzt hier vorbei. Skyline, arbeite mal mit mir. Und hör auf, dich jedes Mal anzuerkennen. Also gewinnt man nicht. Ken, bleib drüben. Bleib auf deiner Position. Du hast nichts verloren in der Linie. So, jetzt soll ich mit dem Markus Walter und dann da etwas anderes. Und wie schon gesagt,
kümmert und hört jetzt endlich mal auf die Community. Dann lass mich in Ruhe jetzt. So. Und kümmert euch bitte ein bisschen um die. Der fährt so grauenvoll, der Kerl. Auf jeden Fall gehört auf jeden Fall die Community, auf jeden Fall. Oder macht es auch mal. Genauso wie andere Spielentwickler, die sich mal ein bisschen auf die Community ein bisschen hören und nicht immer jedes Mal Geld, 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 Geld. Ein Spiel nach dem draußen. So ist es eh. Travis, lass mich in Ruhe. Weil jemand schon wieder bei mir wieder überholt hat und das war Menno, der Spinner. Menno, verpiss dich nach hinten. Ja, gut. Schon ausgeklärt, aber meine Hand. Also wie schon gesagt, ich möchte sowas wie hier das 2015er Kretze nicht noch einmal sehen. Und wenn nochmal sowas kommt, wie bei EA und welcher Entwickler da kommt, lass die Sache sein. Wenn wir es nicht besser machen können. Genau das ist natürlich das große Problem, was ihr alle habt. Ihr wollt unbedingt was machen, könnt es aber nicht machen. Weil natürlich der Kassan mal wieder überholt. Genau das ist. Guck mal, der ist sofort wieder dabei. Also bitte hört auf jetzt, hält das Studio jetzt nicht dafür. Die verantwortlichen Publisher, EA, sollte man da dafür sozusagen sagen, Jungs. Wenn ihr schon ein COD machen wollt, macht das bitte so, dass ihr alleine Erfolg habt und macht was Eigenes. Oder ihr merkt irgendwas. Aber so nicht. Weil ich gebe für ein Spiel, das 70 Euro oder 40, 50 Euro kostet, nicht nochmal was.
Gegenteil. Deswegen tut mir bitte einen Gefallen, EA. Und an die Community. Guckt, dass ihr es bitte besser jetzt macht. Ja. Weil es ist wirklich schade, um die Projekte, was ihr da eigentlich machen wollt. Und, ja. So. Schaut ihr jetzt mal. Also der Typ geht mir langsam auf den Senkel, der Kerl. Lass mich jetzt in Ruhe. Mein Gott, ich erwarte es. Den jetzt noch ein bisschen zu trennen. Natürlich so. Auch mal machen. Ahaha. Und schon wieder. So, also wie schon gesagt, ich hoffe, dass ich es jetzt her noch durchkriege. Weil ist jetzt genug Spielraum gewesen. Ich kann auch mal hier. Ich will jetzt halt einfach das Spielegott, den Spieleserver und allem drum und dran mir diese Chance geben kann. Später darum. So. Also ich sehe sie jetzt überhaupt nicht mehr. Das nicht heißen soll, dass ich sie irgendwo sehe, aber ich sehe da hinten schon wieder meine Kassandra rumfahren. Also der Typ ist echt unglaublich. Ich fahre wieder auf die Seite. Besser. Warum fährst du da nicht drüber? Das ist nämlich der Grund. Steuerung. Also auf jeden Fall, wenn sie es nochmal remaken wollen, dass ich ja von mir jetzt nicht ausgehe, dann bitte die Steuerung. Also die Steuerung muss überarbeitet werden. Und ihr seht hier bei mir sozusagen, macht wirklich keinen Sinn. Alter. Nein, Kassan vor alle Berge. Das ist eine Tankstelle, aber da können wir jetzt nicht hinfahren. Och Leute. Und schon wieder, wenn ich. Ja, jetzt. Einen angeholt.
Genau deswegen. Warum stehen die mitten im Becherspiel? Könntest du mir das verraten? Wäre mal super nett. Stehen da angewurzelt? Streithänge. Ich sage, ich möchte bitte lenken, dann lenkt er nicht. Nur erst, wenn er geschafft hat. Ja, versuch. Okay, er knackt es an. Der andere Kollege, der ist jetzt auch gerade dabei. Genau das passiert, wenn die Leute einfach in meiner Sache stören. Ich bin Dritter. Ungeheuerlich. Und das ist nämlich der Grund, meine Bahn zu fahren und mich zu ärgern. Auch mal neu machen, leider Gottes, weil Herr von und zu in meiner Fahrtrichtung gegangen ist. Ich hoffe, dass jetzt auch mal endlich. Nee, es ist nicht mehr. Ist schon vergangen. Das ist nämlich das Problem. Guckt euch das an. Wir hätten es beinahe geschafft, wenn nicht ein gewisser Herr mich blockiert hätte. So, aber ich möchte leise bleiben.
ist mir jetzt gerade momentan sowas von scheißegal, ob mein Headset jetzt leer ist. Welche will ich da damit? Oh nein, das war schon wieder. Der Kerl nervt. Wenn der jetzt von der Seite kommt, werde ich ihn jetzt einfach mal hart erwischen, dass er mal gut bleibt. Also ich erwische mal so. Genau! So zum Beispiel. So würde ich das jetzt die ganze Zeit haben. Wie gesagt, nö, wollen wir nicht. So. Das verstehe ich dann auch wieder nicht. Weil ich verstehe, wenn ich mal einen Unfall baue, verstehe ich das heute nicht. Und dann gleich das nächste. Leute, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, warum der Kerl einfach da vorne fährt. Einfach mal die Ruhe lässt. Jungs, warum fährt ihr eigentlich so komisch rüber? Sag mal, seid ihr auf ne Dings, ihr seid auf einer Rennstrecke gerade. Mein Gott. Was macht 12 ist hier vorne? Das nicht. Genau das passiert. Genau das passiert. Nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ausschluss, Ende. Ich werde jetzt gucken, dass ich es einfach so jetzt noch mache. Ich würde dann sagen, wir beenden diesen Part. Und ich werde jetzt das nochmal ohne Kommentar aufnehmen. Und ja. Also wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Und bis dann, Leute.